Der Streit zwischen Sosan Çebli und Roland Tichy geht wegen einer sexistischen Passage in seinem Online-Magazin in die nächste Runde. Auf Twitter gab die SPD-Politikerin bekannt, dass sie gegen den Publizisten juristisch vorgehen werde. Angefügt ist ein Schreiben ihres Anwalts. Darin heißt es, es bedarf keiner weiteren Erläuterung. Das hat auch die Reaktion auf diesen Artikel gezeigt. Dass hiermit eine moralische, aber auch rechtliche Grenze überschritten wird, die durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen ist. Seine Mandantin werde durch die Formulierung in besonders sexistischer Art und Weise herabgewürdigt und fordert eine Unterlassungsverpflichtungserklärung. Im Monatsrückblick des Online-Magazins Tichys Einblick war die Passage zu lesen, geschrieben von Stefan Petow. Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, kündigte daraufhin aus Protest ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung. Deren Vorsitzender ist bislang noch Roland Tichy. Dieser hat inzwischen angekündigt, bei der nächsten Wahl, geplant für den 30. Oktober, nicht mehr antreten zu wollen.